Herzlich willkommen, liebe User, auf dem YouTube-Kanal der PSD Bank Karlsruhe Neustadt. Heute haben wir einen super prominenten Gast. Ich freue mich sehr. Henning Fritz ist da. Schönen guten Tag. Beziehungsweise sind wir irgendwie bei dir in der Ecke. Und zwar sind wir gerade im Haus der Balance in Kronau. Du lebst auch noch in Kronau, oder? Nee, nicht in Kronau, in Östringen. Das sind ja die beiden Ortschaften, aus denen dieser Verein entstanden ist, der Rhein-Neckar-Löwen. Und nee, ich komme ins Haus der Balance zum Trainieren. Macht mir viel Spaß. Neues Ambiente, neue Herrenumkleide, neuen Outfit. Und ich warte natürlich gierig auf die Zeit, dass wir wieder trainieren können. Ja, ich glaube, da warten wir alle drauf. Also wir haben natürlich hier alle Abstandsregelungen eingehalten und wollen uns ein bisschen mit dir unterhalten über all das, was dich gerade so umtreibt und was dich früher so umgetrieben hat. Also Handballer warst du ja eigentlich von Anfang an, oder? Mit voller Leidenschaft. Oder gab es da nochmal eine andere Sportart, bei der du auch geliebäugelt hast, die wäre auch was für dich? Also natürlich habe ich wie viele Jungs auch gerne Fußball gespielt, aber das Talent hat sich bei mir eher so als Verteidiger dargestellt. Also ich glaube, ich wäre ein ganz guter Verteidiger gewesen. Heiner Brandt hat mal zu mir gesagt, dass ich mehr auf den Füßen, wenn wir Fußball gespielt haben, gestanden habe, als ich den Ball getroffen habe. Und dann hat es jetzt relativ früh herauskristallisiert, dass ich zum Handball gehe, und meine erste Begegnung mit dem Handball hat sich dann auch gleich entschieden, auf welcher Position. Aufgrund dessen, dass in der Schul-AG wir mit 5 Jungs, glaube ich, waren wir, uns getroffen haben und der Trainer dann natürlich die Frage stellte, wer will ins Tor gehen? Betretenes Schweigen war und ich dieses Schweigen auflösen wollte und gesagt habe, okay, komm, dann gehe ich rein. Trainer hat ein Talent entsprechend gesehen bei mir und so hat sich das dann gut weiterentwickelt. Was sagst du denn Menschen, die sagen, alle Handballtöter haben einen Schaden? Stimmt. Ja, natürlich gehört eine gewisse Verrücktheit dazu, aber ich kann so viele Sportarten nehmen. Nimm mal den Kreisspieler, der ständig einen reinnimmt, andere Sportarten, Skisprung, also von da oben runter. Also jede Sportart hat ihren Reiz, ja. So hat jede Position auch beim Handball ihren Reiz und ihre Besonderheit. Und es hat am Ende war es, glaube ich, dass ich einfach sehr früh auch schon viele Erfahrungen mit dieser Position gemacht habe und dass es natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben hat, dass ja, weiterzuentwickeln, unter mehr Publikum und dann sogar den Sprung in Bundesliga und Nationalmannschaft zu erreichen, hat mich natürlich in der Entscheidung, die richtige Position getroffen zu haben, beflügelt. Die Entscheidung, zu den Rhein-Neckar-Löwen zu wechseln damals, die hast du auch nie bereut, oder? Offensichtlich, weil wenn du noch hier in der Ecke wohnst, dann scheint das ja ein guter Schritt gewesen zu sein. Ja, genau. So habe ich, im Gros alle Regionen der Handball Deutschlands erlebt. Bin ja gebürtiger Magdeburger, habe viele Jahre in Magdeburg gespielt. Dann beim THW Kiel sehr erfolgreich gewesen, war eine tolle Zeit. Und dann hier in den Süden, um den Handball auch hier mit zu entwickeln, war natürlich eine Entwicklungszeit, das muss man schon sagen, auch mit Höhen und Tiefen entsprechend. Aber ich habe diese Zeit nicht bereut, weil wir, wie gesagt, hier auch, dass ich auch viel Neues gelernt habe für mich in der Entscheidung, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und umso mehr freut es mich, die Löwen gerade dann in den beiden Meisterschaften hintereinander zu sehen, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt hat. Von daher hat die Entscheidung natürlich nie bereut. Mhm. Die PSD Bank ist großer Sponsor bei den Rhein-Neckar-Löwen und hat diese Entwicklung ja auch mit als Sponsor mitbegleitet. Was macht für dich die Rhein-Neckar-Löwen so besonders? Naja, ich glaube, in einem Umfeld, wo sehr viel Sportangebot, Freizeitangebot vorherrscht, diese große, schöne SAP-Arena erstmal zu füllen, ja, und das über einen großen Zeitraum, das halte ich für eine große Herausforderung. Das ist den Löwen gerade in der Phase der beiden Jahre, wo sie Meister geworden sind, sehr gut gelungen, dass sie Spieler für sich gewinnen konnten, wie zum Beispiel Andi Schmid. Andi Schmid ist einfach der herausragende Spieler, hohe Spielintelligenz und um ihn drumherum ein Spielerkorsett zu holen, was die Leistung der Mannschaft in den letzten Jahren getragen hat. Ich glaube, das ist eine Besonderheit und das halte ich auch für die Herausforderung in der Zukunft, die Ansprüche, die man selber und die das Umfeld hat, weiterhin bedienen zu können. Jetzt muss man ja sowieso quasi erstmal abwarten, wie sich die Situation nach der Corona-Krise entwickelt. Ich befürchte, da wird der ein oder andere Verein, die ein oder andere Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr ganz so aussehen, wie sie vorher war. Wie siehst du die Handball-Bundesliga generell oder den Handball in Deutschland aufgestellt für diese Corona-Krise?
Ich glaube, dadurch, dass wir noch gar nicht wissen, wie lange diese Krise noch anhält, ist es reine Spekulation, die wir hier nur betreiben können, wie das Ganze weitergeht. Wir wissen, dass der Spitzensport natürlich extrem abhängig ist von Geldgebern und auch da die Geldgeber natürlich die Fragestellung haben, Mensch, wie geht es für uns wirtschaftlich weiter? Also von daher sind die Fragezeichen für alle Beteiligten, Verein, Geldgeber, Fans sehr, sehr groß. Deswegen, wir möchten den Leuten ja auch Hoffnung machen und deswegen habe ich natürlich die große Hoffnung, dass es demnächst wieder geöffnet wird, dass der Handball die Perspektive hat, dann wieder auch für die neue Saison entsprechend bereit zu sein, um den Fans wieder tolle Spiele zu zeigen. Von daher überwiegt oder ich sage so, deswegen habe ich die große Hoffnung, dass es demnächst weitergeht. Auf deiner Position ist man ja für die Corona-Krise eigentlich am besten gewappnet, weil da kann man die Abstände einhalten. Kommt einem Na keiner gut, zu nah. das kann gut sein. Also ich glaube nicht, es ist ja auch nicht möglich, die Spielfeldmaße zu verändern. Vielleicht könnte sogar zur Attraktivität beitragen, dass man dadurch mit weniger Spielern agiert. Aber ich will hier keine neuen. Vielleicht werfen wir einfach zwei Torhüter aufeinander. Keine, ja gut, oder Handball wird einfach ohne Körperkontakt gespielt. Keine Ahnung, aber ich Oder wer glaube, ist der Basketball? aber ich glaube, der richtige harte Fan, der möchte halt den Handball so sehen, wie wir ihn lieben, mit harten Fights, Körperkontakt und Emotionen. Und da hoffen wir, dass es bald normal weitergeht. Ja. Ja, wenn wir beim Thema Euphorie und Handballfans sind, wie oft wirst du so pro Woche auf die WM 2007 angesprochen? Naja, pro Woche Naja, nicht, aber es aber gibt natürlich, super viel, oder? es gibt Jubiläen, was weiß ich, 10-Jähriges oder dann die WM im letzten Jahr im eigenen Land. Also es gibt so gewisse Zeitabstände, wo natürlich das Thema dann wieder hochkommt. Und ja, da erinnere ich mich natürlich gerne daran, weil das war für mich und ich denke auch für einen Großteil der Handball-Community das Highlight. Vor allen Dingen, weil es ja nicht so selbstverständlich war. Wir sind ja nicht als der große Favorit in dieses Turnier gegangen und wir standen ja auch nach der Niederlage gegen Polen kurz vorm Aus. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, ja, dann war das einfach eine unglaublich intensive Zeit, vor allen Dingen, weil sie für mich auch persönlich nicht ganz einfach war, wenn man die Vorgeschichte beim THW und so weiter kennt. Ja, ich hatte mal ein Interview mit Andy Brehme und dann hat er zu mir gesagt: Stell mir bloß keine Frage zur WM 1990. Ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr erzählen. Ich habe das Ding ja reingehauen und dann war gut. Aber so ist das bei dir nicht. Also, du freust dich Na, schon, wenn dich jemand irgendwo nochmal anquatscht und sagst: Immer, wie war das denn damals eigentlich? auf jeden Fall, ich meine, das zeichnet es ja aus. Ich sage mal, dass die Leute sich daran erinnern und daran erinnern Ja. wollen. Und ich sage mal, dafür macht man ja Sport, um erfolgreich zu sein. Und jetzt habe ich das Privileg, ein Traum leben zu dürfen und damit noch erfolgreich zu sein. Ja, mein Gott, wenn mich jeden Tag fünfmal jemand danach fragt, wie das war, dann schildere ich das gerne wieder, weil das ist einfach was Außergewöhnliches, was ich erleben durfte. Und wenn ich darüber, ich sag mal, auch jemanden vielleicht begeistern kann, entweder um selber Handball zu spielen oder etwas anderes zu tun, auch außerhalb vom Sport, weil es ist ja die Leidenschaft, die uns antreibt und bewegt, egal was wir tun. So, und damit vielleicht eine Inspiration zu geben, naja, dann rede ich am Tag darüber auch 10-mal und mehr. Ja, es gab ja nicht nur Sternstunden auf deinem Weg, auch auf dem Weg zur WM 2007. Du hättest 2005 fast deine Karriere beendet. Was war da der Hintergrund? Naja, beendete vielleicht nicht ganz, aber es war ein Tiefpunkt, ganz klar. Also ich habe relativ früh viel Handball gespielt, Sportschule besuchen dürfen in Magdeburg, also zweimal am Tag mit 14 Jahren dann schon trainiert. Hatte dann in der Zeit 2001, als ich nach Kiel gewechselt bin, sehr viele Spiele mit dem THW für die Nationalmannschaft und. Und das Thema Regeneration, das gab es damals noch nicht. Da galt noch die alte Marschroute, viel bringt viel. Und war natürlich auch erfolgreich in Kiel, auch mit der Nationalmannschaft stellten sich langsam Erfolge ein. So, und somit war ich halt nur getrieben durch Termine, durch Spiele, die anstanden. Du schwimmst auf der Erfolgswelle, damit nimmst du natürlich eine annähernde Überbelastung nicht so wahr. Ja, und das mündete 2004, Europameister, Silbermedaille in Athen. Im Januar 2005 als erster Torwart die Ehrung zum Welthandballer und damit stand ich natürlich gefühlt auf dem Handball-Olymp. Mehr ging nicht. Ja.
So, familiär lief alles klasse, zweite Kind gekommen, so und merkte dann aber in der laufenden Saison, in der Rückrunde, habe dann auch noch im Januar Ellenbogen operieren lassen, also viele Themen, die zusammenkamen. Ja, und merkte dann, ja, dass nicht mehr alles so selbstverständlich ist. Hab dem nicht viel beigegeben, wir sind mit Kiel trotzdem Meister geworden. Merkte dann aber in der Vorbereitung auf die neue Saison, dass nicht mehr alles so war, wie es vorher war. Also bei der Vorbereitung sehr kurzatmig. Die Fokussierung auf den Ball, was mich eigentlich sehr stark gemacht hat, war mit einmal verloren gegangen. Ich glaube, meine Stärke war auch, mich emotional in so ein Spiel richtig reinzupuschen. Das sind alles Themen, die mich stark gemacht haben, die mit einmal weg waren. Und jetzt gerade nach der Ehrung zum Welthandballer, der Fokus natürlich auch stark auf mir lag und ich mich natürlich auch an Erfolg und auch an Leistung messen lassen wollte. Das war nicht mehr abrufbar. Ja, und so kam es, wie es kommen sollte. Leistung war nicht mehr da. Thierry Omeyer wurde verpflichtet, der Franzose, und ich war mit einmal Nummer 3. Und dann waren wir schon auch in dem Jahr im Vorfeld der Handball-Weltmeisterschaft. Ja, so, und stand natürlich für den Heiner Brandt dann auch die Frage: Mensch, kann ich einen Torwart nehmen, der nur Nummer 3 ist in seinem Verein und gar nicht spielt? Ich habe bis dahin ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Bin natürlich glücklich und dankbar, dass der Heiner sich dann anders besonnen hat und dass ich ihm natürlich dann auch oder uns dann auch mit Leistung entsprechend dieses Vertrauen wiedergeben konnte. Denkst du, dass dieses Problem, also wenn man das jetzt mal so im Ganzen sieht, egal ob das jetzt Depression, Burnout oder auch einfach ja, sich nicht mehr so oder sich überfordert fühlen, glaubst du, dass das im Handball oder im Spitzensport allgemein eigentlich viel verbreiteter ist, als sich das viele eingestehen wollen? Mit Sicherheit. Jeder kompensiert das natürlich anders. Ja, und Leistung ist ja nicht immer gleich 1:1 ablesbar. Vielleicht im Tor, wo du alleine stehst, da kannst du nicht ganz viel improvisieren. Man sieht ganz klar, hält der den Ball oder hält er nicht. Ja. Aber ich glaube schon, es gibt da auch in anderen Sportarten Spieler, wenn die über einen langen Zeitraum auf einem hohen Level gespielt haben. So, und mit einmal auffällig ist, dass sie diese Leistung nicht mehr abrufen können. Wird gerne das Argument dazu gezogen, naja, wird jetzt schon ein bisschen älter und so weiter und so fort. Und das Argument würde ich niemals gelten lassen. Wir verändern uns. Mit 20 habe ich natürlich eine ganz andere Energie und ganz andere Sicht auf die Dinge. Mit 30 bin ich vielleicht schon wieder ein bisschen vorsichtiger oder vielleicht nicht ängstlich, aber du weißt, was ich meine. Ja, also du bist mit 20, was kostet die Welt, nach vorne Vollgas. Mit 30 ändert sich das. Zweite Mal Papa, ja, da ändern sich Prioritäten. Also das Ziel muss einfach sein, das Bewusstsein, ich sag mal, zu erhöhen, um zu erkennen, okay, es hat sich was verändert, wie wir uns alle verändern. Und ich muss vielleicht mein Training, meine Sicht auf die Dinge und so weiter verändern. Aber dafür brauche ich natürlich ein Wissen, was ich damals überhaupt nicht hatte. Du hast dann ja auch ein eigenes Unternehmen gegründet. Wie kam es dazu und was genau macht ihr da? Ja, mit Neuronavi sorgen wir, und das war ja auch ein Thema, was mir im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2007 geholfen hat. Wir schaffen es mit Frequenzen, also wir modellieren Musik, ja, wir verändern die Frequenzen, die als für ein nicht geschultes Ohr nicht hörbar sind. Deswegen, wir können das Ganze individualisieren, auch die Musik individualisieren. Wir stimulieren im Endeffekt über Muskeln und Fasern das vegetative System. Und das vegetative System ist eigentlich verantwortlich für alle Bereiche im Körper, die autonom ablaufen, also die wir nicht bewusst ansteuern. Also ich sage mal zum Beispiel Pupillen weit oder eng, Herzschlag, Atmung, Verdauung. Das sind ja alle Dinge, die wir jetzt nicht bewusst ansteuern. Ne? Ich sage jetzt nicht nach dem Essen so, Ja, klar. Magen, Säuren, es geht los. Das passiert alles autonom. Und wenn das System eine Überlastung hat, dann können dort Disbalancen sich einstellen. So, und wir sorgen dafür mit der modellierten Musik, dass das System in einen, ich sag mal, ausgeglichenen Zustand kommt und dass die Bereiche des vegetativen Systems, die dafür notwendig sind, stimuliert werden. Also wir unterstützen im Endeffekt das System bei den Körperfunktionen, um die Körperfunktion optimal in Gang zu setzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gegessen habe, dann ist es ja eher notwendig, dass das System zur Ruhe kommt. Wenn jetzt ein Spiel vor mir steht oder ein Interview oder irgendwas, dann ist es ja gut. Interview war vielleicht kein gutes Beispiel. Da ist auch gut, wenn man ruhig ist, aber du weißt, was ich meine. Wenn jetzt Aktivität ansteht, ein Spiel ist vielleicht ein gutes Beispiel, dann muss natürlich die Systeme hochfahren. Das heißt,
Blutdruck muss höher sein, damit die Muskeln gut durchblutet werden. Der Geist muss aktiviert sein, um im Endeffekt das, was du tausende Male wiederholt hast, optimal abgerufen werden kann, ohne dass du dir da große Gedanken drüber machst. Und wenn die Synchronisation der Gehirnareale, die dafür notwendig sind, wo ja auch Emotionen und so weiter dazugehören, wenn die optimal aufeinander abgestimmt sind, dann kommt man zum Beispiel in diesen Zustand, wenn man in einem Spiel davon, wenn ein Spieler davon redet, ich hatte so diesen Tunnelblick oder diese große Euphorie, dann denke ich nicht darüber nach. Alles, was nicht notwendig ist, kann ich ausblenden und kann mich voll auf das Wesentliche fokussieren. Mhm. So, und solche Zustände, für solche Zustände sorgen wir mit der Musik, wo unter anderem aber auch, und das ist, glaube ich, ganz essentiell, mit der Schlaf mit dazu gehört. Also viele, und das war auch eine Phase bei mir in der damaligen Zeit, als es nicht gut lief, dass ich nicht gut geschlafen habe, der Schlaf nicht erholsam war und wir auch hier die Möglichkeit haben, um es zu individualisieren, Abfragemodelle haben, um es so individuell wie möglich auf denjenigen abzustimmen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit unglaublich wichtig und notwendig, weil durch Social Media, nicht Social Media, ist Quatsch, durch die mediale Überlastung, die wir heute auf uns wirken haben, selbst sogar durch die neue Gegebenheit. Ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, Mensch, ist nicht schlecht, ich kann viel schaffen, ich muss nicht reisen von A nach B, weil ich kann über Videokonferenzen vieles machen, aber habe jetzt 8 bis 10 Videokonferenzen am Tag, was natürlich eine andere Form von Stress auf uns bringt. Und da einfach eine Möglichkeit haben, ausgeglichen zu sein, da wollen wir unterstützen. Das heißt, es geht ja im weitesten Sinne auch um Entschleunigung, Regeneration. Genau. Und ihr habt, oder es gibt jetzt von dir auch ein neues Buch. Das hast du nicht alleine geschrieben. Das haben wir hier, Powern und Pausieren. Um was geht es in dem Buch? Powern und Pausieren, ja, wir sind drei Autoren. Und zwar auf der einen Seite der Dr. Gunter Frank, hat die Erfahrung aus seiner Praxis. Er betreut ganz viele Manager, Geschäftsführer, die diese Problematik haben, einfach dieses Überpowered-Sein, ständig bereit zu sein, ständig leisten zu müssen und die wenig Strategien haben, wie sie aus dieser Mühle herauskommen. Mhm. So, und daher weiß er, was notwendig ist, weiß natürlich auch den medizinischen Hintergrund und beschreibt den auch sehr gut im Buch, was dort passiert in den jeweiligen Arealen und die Begründung, warum es notwendig ist, Pausen zu machen. Der zweite ist Daniel Striegel, Degenfechter, Bronzemedaille in Athen. Und er beschreibt sehr schön, wie sie die Bronzemedaille gewonnen haben gegenüber den favorisierten Russen damals. Finde ich, ist eine tolle Geschichte und zeigt auch auf, wie wichtig Regeneration zum Beispiel aus dem Spitzensport ist. Und er weiß auch vom Olympiastützpunkt, wie die Individualsportler die Pause gezielt nutzen. Also die Pause gehört als ein Trainingsteil ganz essentiell dazu, ist ja ganz klar. Wenn ich einen hohen Leistungsreiz gesetzt habe in den Körper, wird die Pause ganz gezielt genutzt, um eine Leistungsentwicklung zu haben. Jeder kennt bestimmt diese Kurven, die oft gezeigt werden, ja, und dass die Pause ganz gezielt über Spaziergehen, natürlich sich auch mal hinlegen, eine Pause zu machen über eine gezielt gute Ernährung, um damit die Regeneration und dann auch wiederum langfristig die Leistungsfähigkeit aufzuzeigen. Ja, und wir wollen ja wirklich den Leuten einen Mehrwert bieten, indem wir ihnen aufzeigen können, was sie tun können, um langfristig leistungsfähig zu sein. Und ja, mein Part, meine Geschichte ist dann fast eigentlich der Teil, um aufzuzeigen, wie es vielleicht nicht im Optimal sein kann. Die Geschichte eigentlich, wie ich sie jetzt gerade erzählt habe. Wenn man dann halt wieder rauskommt. Genau, dass mir einfach die Techniken oder die Erfahrung damals gefehlt haben, in diesen ständigen Powern gezielt Pausen zu nutzen, um leistungsfähig zu sein. Das Wissen war damals bei mir einfach nicht da. Und ich möchte einfach über meine Geschichte aufzeigen, dass es auch im Sport da ist. Ich glaube, durch die Schilderung werden sich auch viele wiedererkennen und sagen, Mensch, ja, ich kann gut nachvollziehen, erkenne das selber bei mir. Ich gucke mir mal an, was die Jungs für Empfehlungen haben, was ich machen kann, um langfristig einfach leistungsfähig zu sein. Mhm. Also Powern und Pausieren heißt das Ganze. Überleben in der Leistungsgesellschaft mit Konzepten aus dem Spitzensport. Das kann ja jeder gebrauchen. Das ist ja jetzt nicht nur für die Top-Manager, sondern jeder hat ja quasi in seinem Leben seine eigenen Probleme, die dadurch ja auch vielleicht gelöst werden. Gibt es denn so eine zentrale Empfehlung für Entschleunigung für dich? Gibt es irgendwas, was wirklich jeder sofort ad hoc ändern kann, machen kann? Also
es gibt ja mehrere Bereiche. Natürlich, nehmen wir mal die Leute, die arbeitstätig sind. Mhm. So. Gezielt eine Pause zu machen, ist ja die Frage, wie nutze ich denn jetzt die Pause? Ne? Rauszugehen, spazieren zu gehen, einfach mal bei mir zu sein. Ja? Entscheidend und was wir damit auch aufzeigen wollen, ist natürlich, dass eine Pause etwas Gutes ist. Ich kenne oftmals den Begriff, ich sage mal, heißt ja, schaffst nichts, ne? Liegt nur rum und ist faul. Nein, ganz im Gegenteil. Die Leute, die gezielt eine Pause machen, sind clever. Weil auch da wieder den Spitzensport als Beispiel zu nehmen, der Spitzensportler macht gezielt eine Pause, um danach wieder Leistung zu bringen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, 4-5 Stunden am Stück gearbeitet habe, dass ich dann die Pause nutze, über eine kleine Mahlzeit, wie auch immer, und danach entweder mich wirklich gezielt irgendwo hinlege, und hinlegen heißt ja jetzt nicht immer nur zu schlafen, sondern vielleicht einfach nur mal die Augen zuzumachen und das zu reflektieren, was gerade passiert ist und was vielleicht in den nächsten 4 Stunden ansteht, kann ja auch eine Form der Pause sein und der Regeneration. Pausieren heißt nicht immer nur mich hinlegen und schlafen. Ja, so. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, was mir gut tut. Das ist individuell. Für den einen ist es gut, sich einfach mal hinzusetzen, Augen zuzumachen und zur Ruhe zu kommen. Für den nächsten ist es ein Spaziergang. Das ist ganz individuell. Und das wollen wir hier einfach aufzeigen. Wie gesagt, für die Hausfrau, die Kinder zu betreuen hat, den Haushalt zu schmeißen hat, Einkauf zu tun hat, ich sag mal, das ist auch Druck und Stress. So, und dann aber die Pausen, die ich zwischendurch habe, gezielt für mich zu nutzen. Mhm. Du bist ja auch als Handball-Experte in den Medien sehr gefragt. Kommen da auch schon mal ehemalige Kollegen auf dich zu und ja, bitten dich um den Rat, was das angeht? Ich glaube, dass die Jungs und Kollegen, die sich gerade aktiv in dem Bereich bewegen, ich glaube, die sind alle sehr erfahren und geschult. Ich glaube, da ist jetzt mein Rat nicht unbedingt notwendig. Aber ich stehe natürlich für sowas gerne zur Verfügung. Interessant ist immer, wenn mich der eine oder andere fragt, der jetzt außerhalb vom Handball kommt und sagt, ja Mensch, ihr seid ja da so geschult und hier und da, wo ich dann immer sage, Mensch, das Schöne ist, ich sag mal, wenn ich über den Handball spreche, dann rede ich über das, was ich halt jahrelang selber gemacht habe. Ja? Also da war jetzt keine große Schulung dahinter. Man entwickelt sich, ja, und die Anfänge, wenn ich meine ersten Auftritte sehe vor der Kamera, natürlich sind die dann auch holprig und du sprichst natürlich vielleicht nicht so entspannt. Das ist ja auch eine Form, ja, wie sicher fühlt man sich. Ne? Also ich weiß, dass es viele gibt, die, wenn diese Kamera an ist, dann ist man einfach anders. Ja, dann hat man dieses Gefühl, ach Gott, da gucken mir zu viele Menschen zu. Ich glaube, wenn man eine gewisse Gelassenheit dem gegenüber stellen kann, dann ist man authentischer. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen auch gerne sehen wollen. Was bei uns beiden gleich ist, ist, dass wir beide in dieser Region hängen geblieben sind, obwohl wir von woanders herkommen, sage ich mal. Was macht denn diese Region hier für dich besonders lebenswert, dass du quasi hier deine Zelte langfristig aufgeschlagen hast? Also es ist natürlich, die Menschen haben eine gewisse Lebensfreude und Lockerheit, die auch in anderen Regionen in Deutschland natürlich da sind, aber ich glaube hier besonders aufgrund von, ja, es gibt Wein, es gibt viele Gastwirtschaften, es ist natürlich auch das Klima, dass du teilweise schon Ende März dich draußen bewegen kannst und das Frühjahr ist da. Du kannst dich bis in den Oktober draußen bewegen, weil einfach die klimatischen Bedingungen zum Teil andere sind als in anderen Regionen. Also es ist schon dieses Lebensgefühl, sagt man nicht auch hier zu der Region, deutsche Toskana oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich will jetzt hier keine falschen Begriffe rein, aber das zeigt ja schon, was für diese Region spricht. Und das macht es natürlich angenehm zu leben. Unsere Kinder sind hier zur Schule gegangen, also die haben ihren Freundeskreis. Und am Ende, und das ist vielleicht mit das Entscheidende, sind es trotzdem die Menschen, die einen dazu bewegen, wo man sich niederlässt. Und wir sind jetzt seit 13 Jahren hier, haben sich ja viele Freundschaften auch außerhalb des Handballs gefunden. Und das ist eigentlich das, was eine Region auszeichnet. Und das ist dann eigentlich unabhängig. Also das sind die Menschen. Mhm. Und da haben wir einfach viele gute Freunde gefunden. Und wie gesagt, die Themen, die ich jetzt genannt habe, Klima, der Wein, gutes Essen, das sind natürlich sehr, sehr angenehme Nebenprodukte. Weil ich nicht so auf Sonne stehe, ist für mich hauptsächlich das gute Essen, wie man ja auch immer wieder sehen kann. Was ist dein Lieblingsort in der Gegend hier? Oh, mein Lieblingsort. Also natürlich, um Sport zu treiben, hier das Haus der Balance. Ansonsten haben wir in Östringen ein schönes Weingut, das Weingut Honold,
wo wir gerne einkehren. Das war unter anderem der erste Punkt, auch wo wir, den wir hier als Anlaufpunkt als gefunden Fixpunkt haben. So, Als Fixpunkt, ja genau. Oben auf dem Berg, tolle Lage, schöner Blick über die Rheinebene. Hoffentlich bald wieder auch mit Gastronomie. Ansonsten versuchen wir wirklich viele gastronomische Punkte anzulaufen. Wir fahren ab und zu in die Pfalz, weil da auch sehr schöne Weingüter sind, wo man sich gut gehen lassen kann. Also wir versuchen schon, die Gastronomie relativ stark zu besuchen. Du machst also auch gerne Sprachreisen. Ja gut, und die Zunge, die ist ja aber ein bisschen lockerer, wenn man mal so ein bisschen Wein getrunken hat, von daher. Ist so. Also ich hatte, du kommst ja auch von außerhalb, ich hatte sehr Probleme mit dem Dialekt. Am Anfang. Also mir hat am Anfang, als ich angefangen habe, da bei mir in Dachsland Fußball zu spielen, und der Fußballtrainer war auch so ein richtiger Badener. Mach Schio, mach Stirn. Und ich habe da nur gesessen, was will der Mann von mir? War das also, bei dir ähnlich? Ja, hundertprozentig. Also teilweise jetzt noch, wenn du einen richtigen Ureinwohner, möchte ich mal sagen, hörst, er sagt, was hat er gesagt? Aber mittlerweile sind es natürlich so viele, ich hätte fast gesagt Vokabeln, die wiederholt werden, dass man natürlich weiß, was die Bedeutung von dem jeweiligen Wort ist. Aber zu Anfang, wie du sagst, da weißt du gar nicht, weil ja manche deutsche Begriffe eine komplett andere Bedeutung hier haben. Und das macht es anstrengend, aber nach 13 Jahren passt man sich dem an. Weiß man das dann irgendwann. Ja. Was sind deine persönlichen Ziele so für die nächste Zeit? Ja, meine Ziele sind meine Unternehmung entsprechend zu entwickeln, weil ich mit den Unternehmungen, ob das Buch ist, also über das Buch die Sensibilisierung für die Leute auf das Thema Regeneration, Bewusstsein zu haben, und auf der anderen Seite Neuronavi, womit wir ja ein Produkt haben, wo wir die Leute unterstützen können, etwas haben, womit ich mit gutem Gewissen an die Leute herantreten kann, um ihnen einen Mehrwert zu geben. Weil wir bewegen uns ja auch hier, gerade mit Neuronavi, im Bereich Kinder und Schule. Ja, weil ich zum Beispiel sage, Lernen ist für viele per se ein Stress. Und es wäre eigentlich schöner, wenn Lernen etwas Angenehmes ist. Weil ich glaube, jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist neugierig und möchte lernen. Und das verliert es leider in Zunahme der Schulklassen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass irgendwann das Lernen ja etwas Unangenehmes ist. Und ich würde mir wünschen, wenn wir zum Beispiel es schaffen, mit Neuronavi-Kindern, die zum Beispiel Lernprobleme haben, ob Lesen und Schreiben oder im Rechnen, so unterstützen können, dass sie ihr Potenzial entfalten können. So, und Potenzial, das wieder in allen Bereichen. Also die Leute im tagtäglichen Leben, über Regeneration leistungsfähig zu sein, im Sport, in der Medizin, habe ich mit den jeweiligen Produkten gute Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen. Und ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, um aus jedem das herauszuholen, was in ihm steckt, also das Potenzial herauszuholen. Und da haben wir, glaube ich, gute Möglichkeiten, mit den jeweiligen Themen die Menschen zu unterstützen. Das wäre mein Wunsch, weil ich habe es gerade angedeutet, auch die Themenfelder, wie breit die gestreut sind, das ist eine große Aufgabe, und die ist wirklich tagfüllend. Und wenn es uns gelingt, dort wirklich so Fuß zu fassen, wie ich mir das vorstelle, dann kommen wir da einen großen Schritt voran. Spielst du denn noch irgendwo Handball oder so? Gibt es noch irgendwo so eine, weiß ich nicht, Hobbymannschaft oder ähnliches? Mit den Allstars, Christian Schwarzer organisiert die ja immer, spielen wir ja immer für einen guten Zweck, das deutschlandweit. Und auch da die Hoffnung, dass es bald wieder weitergehen kann. Es waren ja einige Spiele im Sommer jetzt angedacht, die leider abgesagt wurden. Und so versuchen wir natürlich, unseren Bekanntheitsgrad zu nutzen, um auf der einen Seite uns zu treffen und über alte Zeiten zu sprechen, auf der anderen Seite aber auch, ich sag mal, Bedürftige zu unterstützen. Und solange uns das gelingt, auf der einen Seite, dass man uns noch kennt, und auf der anderen Seite, dass wir uns noch halbwegs bewegen können auf dem Feld, dass es auch nach halbwegs Handball aussieht, solange das möglich ist, machen wir das natürlich gerne weiter. Ja, da muss man natürlich gucken, was zuerst eintritt, ob ihr euch nicht mehr bewegen könnt oder ob ihr vergessen werdet. Ihr werdet, also glaube ich nicht, ich glaube eure Namen, der Weltmeister von 2007, die werden in den nächsten Handballgenerationen noch eingemeißelt sein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. War sehr gut, war sehr entspannt und locker. Prima. Ich würde ja sagen, wir gehen jetzt hoch zum Trainieren, aber da habe ich heute nicht in der Stimmung für. Ja, wir drücken die Daumen, dass die Welt bald wieder ein bisschen normaler läuft. Ja. Wünschen
Euch natürlich da draußen sehr viel Gesundheit und natürlich auch noch ein bisschen Geduld. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir das nächste Interview führen. Und freue mich und sage bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein paar Likes da. Oder noch besser, folgt uns auf Instagram oder auf Facebook und klickt auch gerne hier auf den Abo-Button, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Oh, ach, da sind ja die beiden noch. Die könnt ihr euch auch angucken, sind super. Da geht's raus.